Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Shannara. Wir sollen ja jetzt nach Osten gehen und dann nach Süden, um zur Zwergenstadt zu gelangen. Der gute Panamon Creel hat uns ja verlassen. Und daher müssen wir jetzt die Reise zu fünft fortsetzen. Ah ja, da ist dieser Janison Pass. Pass. Ach, richtig. Nun sind wir am Janison Pass angekommen, der über das Charnel-Gebirge führt. Auf der anderen Seite werden wir in die Ebene von Rapp kommen, durch Storlock gehen und nach Kalhaven gelangen. Das reicht jetzt als Reisebericht. Gehen wir. Na? Die Steuerung ein wenig. Monster. Oh. Ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Ja. Wir sind umzingelt. Ja, dann die vorderen jetzt gleich mal. Hol den Elf. Die vorderen gleich mal umhauen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder dieser Gestaltwandler. Aber da schlagen wir mal erst auf den Frosch hier. Ich glaube, das dürfte das Schwächste sein. Da wurde mit einem Schuss umgenietet. Verdammte Schweden! Wenn ich zurückkomme, habe ich Verstärkung! Ihr aber habt euren Elf für immer verloren. Ja, da habt ihr ihn wahrscheinlich vergiftet. Ach, und wir fallen auch schon um. Ja, toll. Davio ist bewusstlos und die Wunde ist infiziert. Er braucht einen Heiler. Die Gnome in Storlock sind Heiler. Ist allerdings weit von hier. Wir müssen ihn ganz schnell nach Storlock bringen. Telsig tragen. Nach Storlock? Ja. Ah ja, jetzt erscheint er auch nicht mehr hier im... Ja, wo ist Storlock? Ich glaube, südlich hat er gesagt, oder? Berg. Elf. Davio sieht wirklich... Ja, wo ist denn Storlock? Ich sag's ungern, Jack, aber ich bin sehr erschöpft. Sogar Telsek sieht müde aus. Brauchen Pause. Ihr entschließt euch, eine Weile auszuruhen. Scheller und Brendel versorgen Davios Wunden und versuchen es dem bewusstlosen Elf bequem zu machen. Du bist so unruhig, dass du dich nicht richtig ausruhen kannst. Irgendwann düst du dann aber doch ein und dein Kopf ist voll von merkwürdigen Bildern. Ja, der schon wieder. Die Armeen der Elfen und Trolle versammeln sich in der Ebene von Strelaheim und bereiten sich auf die Schlacht vor. Ich habe für Rosford einen Hinterhaltangriff geplant und den Elf vergiftet. Er kann nicht geheilt werden. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Die Elfen interessieren mich nicht. Umsford muss sterben. Dieses Mal wirst du mich nicht enttäuschen. Ich werde eine Armee von Monstern schicken, die sicherstellen sollen, dass dieser Sterbliche nicht entkommt. Geh jetzt! Ja, wieso hat er dann... Jawohl, Dämonenlord! Wieso hat er dann den Elf vergiftet und nicht mich? Plötzlich wachst du auf. Tut mir leid, dass ich dich wecken musste, aber wir müssen gehen. Davio wird immer schwächer und fühlt sich schon ganz kalt an. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Storlock liegt hier irgendwo.
Aber... Elf. Er fühlt sich ganz kalt an und ich kann nichts dagegen tun. Das... Ja. Jack, Storlock soll tief im... Ach so. Tief im Süden. Mhm. Vielleicht über den Rappfluss kommen da so... Rappfluss. Storlock ist hier ganz in der Nähe. Ach ja. Also ich hoffe, dass da kein Zeitmechanismus da... Elf. Schlecht. Jack, Davio kann kaum noch atmen. Er sieht so schlecht aus wie mein Vater, kurz bevor wir ihm das Gegengift gegeben haben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Also wie gesagt, ich hoffe, das ist nicht so zeitgesteuert, dass wir nur eine bestimmte Anzahl an Feldern gehen können, bevor der Elf stirbt. Ach, da, Storlock. Nähern uns, Storlock. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät kommen. Ja, das hoffe ich auch. Als ihr Storlock das Dorf der Gnomenheiler erreicht, ist Davio totenbleich und atmet kaum noch. Telsek trägt Davio durch das Dorf und die mitleidigen und freundlichen Gnome führen euch ins Heilzentrum. Dort wird Davio auf ein Bett im Hauptsaal gelegt und den Rest von euch wird von den Gnomen in andere Räume geführt, wo ihr die Nacht verbringen könnt. Der Rest bitte. Du schläfst tief und fest bis in den Morgen. Als du deine Freunde wieder triffst, deutet dir ein Gnom an, ihm zu folgen. Er führt dich zu einem schmutzigen See direkt vor den Toren des Dorfes. Du stehst an dem klaren blauen See südlich von Storlock. Man sagt, dass der See Mineralien enthält, die sonst nirgends in den vier Ländern vorkommen, und dass die Heilergnome von Storlock etliche Heilsalben und Tränke aus dem heilenden Wasser herstellen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Das Wasser sieht grün und ölig aus und nicht klar und blau, wie du erwartet hast. Ja. Dein Freund, der Elf, ist schwer krank. Wir haben alles getan, was wir konnten. Aber das reicht noch nicht. Warum nicht? Ihr habt doch auch das Leben von Jacks Vater gerettet, als er an einer schweren Vergiftung litt. Warum könnt ihr Davio nicht heilen? Die Quelle unserer Heilkraft kommt aus dem Wasser des Blauen Sees. Aber wie ihr sehen könnt, ist das Wasser ganz faul und schmutzig geworden. Es hat keine Heilkraft mehr. Elf sterben? Ja. Ohne das klare Wasser des Blauen Sees wird euer Freund sterben. Wisst ihr, an wen mich der Typ da erinnert? Kennt ihr Simon the Sorcerer? Also der sieht mir vom Aussehen und von der Sprechweise ein bisschen aus wie der Sumpfling, oder? Ja, auf alle Fälle unterhalten wir uns mit dem Heiler nochmal. Was ist denn mit dem Wasser passiert? Vor ein paar Wochen wurde der Fluss, der in den Blauen See mündet, faul. Wir versuchten, einen Damm zu bauen, konnten aber das verschmutzte Wasser nicht daran hindern, den See zu ruinieren. Habt ihr was getan, um das Wasser zu reinigen? Wir Gnome können nichts tun. Wenn die Ursache dieser Verschmutzung nicht gefunden und behoben wird, wird der See vollkommen ruiniert. Dann müssen wir Storlock für immer verlassen. Ja, was verursacht denn die Verschmutzung? Eine Mischung aus verwesenden Kreaturen und einem starken Gift. Es ist wie Spinnengift, nur viel konzentrierter. Und was sollen wir für euch tun? Wenn der Blaue See nicht bald wieder gereinigt wird, wird euer Freund sterben. Er kann allerdings gerettet werden, wenn ihr die Ursache für den verschmutzten Fluss findet und etwas dagegen unternehmen könnt, dass er den See weiterhin verunreinigt. Mhm. Gut, dann schauen wir uns den See mal an. Das Wasser des Blauen Sees sieht faul und ungesund aus. Ja, dann folgen wir dem See doch einfach mal.
Wir können dem Fluss folgen und sehen, ob wir die Ursache der Verschmutzung finden können. Ja, das war mein Gedanke dahinter. Ein fürchterliches, gefährliches Monster lungert vor einer Höhle. Es scheint verletzt zu sein und giftiger Schleim quillt aus dem Auge hervor und fließt in den Fluss, der in den blauen See mündet. Ja, gut, das Wasser möchte ich dann auch nicht trinken. Was ist das? Schlechtes. Riecht auch schlecht, wie Petroleum. Mit Schrecken musst du feststellen, dass es nach der Beschreibung deines Vaters das Monster sein muss, das ihn beinahe getötet hätte. Ich wette, dass das Gift von hier kommt. Du erzählst den anderen, wie Balinor, Händel, Menion, Shea, dein Onkel und die beiden Elfen es damals kaum schafften, diese Kreatur zu vertreiben. Man kann sehen, wo die Pfeile sein Auge verletzt haben. Mein Vater hat mir von diesem Ding erzählt. Es ist schnell, stark und tödlich. Und was machen wir jetzt? Wir sind nur zu dritt und ich möchte diese Kreatur nicht rasend machen. Felsen fallen lassen. Was meinst du damit? Großer Felsen. Monster töten. Selbst du könntest diesen Felsen nicht bewegen. Irex benutzen. Stärker sein. Aber Telsek, selbst wenn du den Felsen bewegen könntest, kommst du nicht nah genug ran, ohne dass das Monster dich sieht. Was für ein Felsen denn da oben? Der riesige Stein liegt oben auf der Klippe, direkt über dem Kopf des Monsters. Achso, der will den dort draufkippen. Monsterkopf ansehen. Aus dem verletzten Auge des Wesens quillt schwarzer öliger Schleim, der wie Lampenöl riecht. Ja, die Schiller könnte ja eigentlich, wenn eins der Augen verletzt ist, mit dem Bogen drauf schießen und vielleicht, dass wir das andere Auge treffen. Schiller schießt einen Pfeil direkt auf den Kopf des Monsters, aber er prallt ganz harmlos am öligen Metallpanzer des Monsters ab. Hätte ich an Lampenöl erinnert. Können wir vielleicht die Schelle hat ja Pfeile. Genau, wir könnten eigentlich das Tuch an die Pfeile binden, mit Öl tränken, anzünden und dann auf das Monster schießen, damit es verbrennt. Ich bin zwar nicht sicher, was du damit bezweckst, aber bitte sehr. Ja, genau. Dann haben wir diesen Pfeil. Gib mir mal bitte den Pfeil, Schiller. Nein. Okay, dann Ölpfanne, Schiller. Ah, jetzt weiß ich. Schiller nimmt das Öl und tränkt das Tuch damit. Der Pfeil ist fast so weit, dass er abgefeuert werden kann. Ja, dann noch anzünden. Gut, Jack. Zünd ihn an. Einmal brennender Pfeil, wie bestellt. So. Das war's. Telsek, jetzt bist du dran. Ja, dann lauf. Telsek hält das schwarze Irix in die Luft. Einen Moment lang schimmert er und wird dann noch größer als zuvor. Telsek läuft an dem Monster vorbei. Er kann den wild um sich schlagenden Gliedmaßen kaum ausweichen. Dann klettert er auf den Steilhang hoch und stemmt sich mit aller Kraft gegen den Felsen. Mit einem Krachen löst er sich und fällt hinunter. Na, das dürfte das Genick gebrochen haben. Getroffen! Jetzt sieht die Lage schon viel besser aus. Vorsicht! Diese Tentakel sind giftig!
Achso, jetzt müssen wir immer noch dagegen kämpfen, oder wie? Naja. Ja, und natürlich alles auf uns. Wie immer. Da werden wir das Ende des Kampfes werden wir wohl nicht auf beiden Beinen stehen sehen. Ja, richtig. Ihr habt zwar leichtere Verletzungen, seid aber alle in Hochstimmung über den Sieg. Dann räumt ihr alles aus dem Flussbett und kehrt in das Gnomenlager zurück. Euer Freund lebt noch, und wir benutzen das Wasser des Blauen Sees, um ihn zu heilen. Ihr habt euren Freund und die Gnome von Storlock durch eure Taten gerettet. Dafür sind wir euch äußerst dankbar. Das war einfach, ja, das ging schnell. Das ging schnell. Ja, schön. Wie geht's, Davio? Davio plaudert fröhlich über die Geschichte der Elfen. Ja, gut. Ja, aber nicht, dass es heißt, wir wollten uns nicht um seinen Gesundheitszustand erkundigen. Aber dann macht's mal gut, Jungs. Warte, Jack. Ich möchte erst hören, was der Heiler sonst noch zu sagen hat. Ja, dein Volk hat das Leben meines Vaters gerettet und ich habe mich dafür einfach erkenntlich gezeigt. Du hast dich mehr als erkenntlich gezeigt. Unser Auftrag ist, den Dämonenlord zu besiegen. Die Prinzessin von Lia hat uns bereits informiert. Wir hatten schon Gerüchte über Bronas Rückkehr gehört. Es macht uns sehr traurig, dass sich unser Verdacht bestätigt. Ja, wir brauchen die Hilfe eines Gnoms, um das Schwert von Shannara wieder zusammensetzen zu können. Es tut mir leid, aber die Gnome von Storlock können euch dabei nicht behilflich sein. Wir sind sehr friedfertig, durch unsere Gelübde unfähig, jemandem Schaden zuzufügen oder zu helfen, jemandem Schaden zuzufügen. Ohne die Hilfe eines Gnoms kann der Dämonenlord nicht aufgehalten werden. Wir brauchen euch dringend. Verzeiht mir, Prinzessin von Lia. Bevor ein Gnom von Storlock sein Gelübde bricht, nimmt er sich lieber das Leben. Autsch. Ultra militant friedfertige Hippies sozusagen. Könnt ihr Gnome uns irgendwie im Kampf gegen den Dämonenlord helfen? Wenn ihr die Hilfe unserer weniger zivilisierten Brüder in Anspruch zu nehmen sucht, ist es gut, sich zu erinnern, dass deren Leben ein immerwährendes Streben nach Macht ist. Bietet ihnen Macht, und ihr findet vielleicht zeitweilige Verbündete. Ja, kann man den anderen Gnomen dann überhaupt trauen? Es sind alles starke Individuen. Und müssen als solche betrachtet werden. Es gibt aber nur wenige Gnome, die ein großes Ehrgefühl besitzen und nicht nur nach ihrem Vorteil trachten. Was meinst du mit Kampf? Nur die stärksten oder die größten Verräter werden in der Gnomengesellschaft geachtet. Natürlich will jeder Gnom den Mächtigsten umbringen, aber sie respektieren und bewundern solche Führerpersönlichkeiten auch. Ah, also quasi die Entsprechung zu den Goblins in der Warhammer-Welt. Mhm. Ja, welche Macht können wir einem Gnomen denn anbieten? Es gibt zwei Dinge mit Gnomenmagie. Eins ist der magische Reif und das andere ist der Helm des Befehls. Was kannst du mir über den magischen Reif erzählen? Er erlaubt dem, der ihn trägt, einen Feuerzauber zu schaffen, der jeden Gegenstand und jede Person verbrennt. Je mächtiger der Benutzer, desto mächtiger ist auch der Zauber.
Und wer hat den zurzeit? Der Reif wird normalerweise vom höchsten Schamanen, dem geistigen Führer aller Stämme, getragen. Die Gnome werden sich bald zu ihrer jährlichen Pilgerfahrt ins Gebirge von Runne im Südwesten versammeln. Der Schamane wird mit Sicherheit auch dort sein. Gut, und der Helm des Befehls? Er erlaubt dem Besitzer, Befehle auszusprechen, denen die Gnome gehorchen müssen. Er ist sehr mächtig und gefährlich. Und wo können wir diesen finden? Die Gnome haben ihn schon seit Generationen nicht mehr. Er wurde in der Halle der Könige in das Grab des größten Gnomherrschers aller Zeiten gelegt. Jo, gut, dann verlassen wir das Dorf mal. Gut. Ja, ich glaube, ich mache hier wieder einen kleinen Schnitt und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge dann wirklich die Zwergenstadt ohne Zwischenfälle erreichen. Also, bis dann!